Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary. Ja, da sind wir wieder. Ich habe mir gedacht, ich nehme dich diese Woche wieder so ein bisschen mit und zeig dir, was ich so koche und was ich so esse. Und wir sind ja immer noch in der Fastenzeit. Ich hatte es ja im letzten Video schon erzählt. Ich versuche bis Ostern auf Süßigkeiten zu verzichten und auch auf Industriezucker. Süßigkeiten klappt gut, Industriezucker, da muss man echt richtig aufpassen, weil das ist ja echt überall so drin. Also wenn du, sobald du irgendwas kaufst, was so ein bisschen verarbeitet ist, findest du da auch schon wieder den Zucker. Und ja, deshalb versuche ich, ja, so gut wie alles irgendwie selber zu machen. Und das klappt eigentlich bisher ganz gut. Schauen wir mal, wie es diese Woche so weitergeht. Ich habe wieder ein paar leckere und schnelle Rezeptideen. Ja, wenn du Rezepte suchst, schau gerne in der Infobox. Da ist mein Kochbuch verlinkt und guck auch gerne bei Instagram. Da gibt es auch immer wieder ganz super leckere Rezepte. Und ich habe auch nachher noch was anderes, wo ich auch ein paar leckere Rezepte kochen werde. Das siehst du ja dann auch noch im Laufe des Videos. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Video. Guten Morgen. So, ich habe schon eine Runde Pilates gemacht heute als mein Workout. Jetzt mache ich mir gerade Frühstück und dabei höre ich einen Podcast. Mein Lieblingspodcast nach meinem eigenen, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Heinlein und Weigert. Podcast von Evelyn Weigert, vielleicht kennt ihr sie. Moderatorin und Künstlerin und so. Was soll ich dazu sagen? Ich lache mich jedes Mal so weg. Also perfekt, um in den Montag zu kommen. Einen Kaffee hatte ich schon. Ich habe schon ein bisschen was auch gearbeitet am Computer. Bin schon seit 2 Stunden hier fleißig am Aufarbeiten, was alles so liegen geblieben ist. Und jetzt mache ich mir mein Frühstück und das zeige ich dir natürlich gleich. Ich habe ja gestern bei Instagram gezeigt, dass ich schon ein bisschen Meal Prep für die Woche gemacht habe. Ich habe hier einen selbstgemachten Hummus gemacht. Dann habe ich Brot selber gebacken. Das Rezept verlinke ich dir wieder. Das ist nicht von mir. Das Hummus-Rezept, das findest du bei mir bei Instagram in dem Story-Highlight-Rezepte. Und in meinem Kochbuch gibt es 2 richtig geile Hummus-Rezepte. Einmal ein Kurkuma-Hummus und einmal ein Rote-Bete-Hummus. Auch sehr lecker. Ist auch in der Infobox unten. Und jetzt mache ich mir gerade noch ein pochiertes Ei dazu. Und da ist mein Frühstück. Selbstgebackenes Vollkornbrot mit Kürbiskernen und Nüssen drin. Dann der leckere selbstgemachte Hummus obendrauf und dann ein pochiertes Ei. Ich habe noch ein bisschen Paprikapulver drauf gegeben und oben gibt es Kresse mit drauf. Das mag ich immer super gerne. Das macht einfach so ein bisschen frischer und auch noch so ein bisschen gesünder, weil gerade diese Senföle in der Kresse sind super gesund für uns. Sie sind zum Beispiel sehr gut auch jetzt, ja, gerade in der Erkältungszeit. Antibakteriell, antiviral wirken die, also. Da sind ganz viele gute Sachen drin und das lohnt sich immer ein bisschen Kresse damit zu integrieren. Dann habe ich noch ein bisschen Paprika und noch ein Stückchen Melone und das lasse ich mir jetzt erstmal schön schmecken. Ich war gerade beim Aldi einkaufen. Jetzt zeige ich dir noch ein paar Sachen, die ich geholt habe. Ist ja auch mal ganz interessant, ne? Ich habe so Dosentomaten mitgenommen, eine Mango. Dann bei DM war ich auch noch gerade, habe ich so einen Reisdrink mitgenommen. Mache nämlich gleich Milchreis. Zeige ich dir dann gleich, wie ich das mache. Eine Avo, ein Apfel, eine Zucchini. Und guck mal, wie cool ist das bitte, dass die Bio-Gurke finally nicht mehr in Plastik eingeschweißt ist, sondern hier einfach nur so dieses Ding da drum hat. Das ist doch schon mal was. Das reicht doch auch völlig aus. Also sehr, sehr cool. Dann eine Aubergine, Milchreis. Feta und darunter ist Spülmaschinentabs, Kopfsalat, dann Spinat, Babyspinat und da in dem Beutelchen habe ich noch Radieschen drin, die muss ich gleich noch auspacken. Das räume ich jetzt mal weg und dann machen wir Milchreis. So, ich will jetzt Milchreis machen und du hast es ja am Anfang von dem Video schon gesehen. Das Video ist eine Kooperation, über die ich mich so wahnsinnig freue. Und zwar darf ich diese Woche die Cook for Me von Krups testen und ich liebäugel schon lange damit, ehrlich gesagt. Falls du meine Videos schon länger guckst, dann weißt du, ich habe eine Schwäche für gute Küchengeräte. Ich liebe das einfach, so kleine Helfer, die einem irgendwie das Leben leichter machen. Ich habe noch bisher keines davon bereut und ja, eine Freundin von mir hat die Cook for Me und da habe ich mir schon gesagt, oh, das ist irgendwie cool. Hätte ich auch total gerne und jetzt habe ich sie selber und ich freue mich so mega drüber. Ja, falls du das nicht kennst, ich zeige es dir gleich so ein bisschen, wie es funktioniert. Kurz gesagt, es ist sowas wie ein ziemlich schlauer Schnellkochtopf. Also du kannst einfach wahnsinnig schnell damit Sachen kochen. Irgendwie so in 7 Minuten hast du damit Kartoffeln gekocht und so, ist richtig cool. Aber es ist halt sicher, weil ich habe hier oben so einen Schnellkochtopf stehen, so ein Oldschool-Teil.
Den habe ich von meinem Schwiegervati bekommen, weil der selber auch keinen Bock drauf hatte. Ich habe ihn noch nicht einmal benutzt, weil ich habe Angst vor dem Ding, ganz ehrlich. Und hier kann nichts passieren und ich zeige dir jetzt gerade mal, wie das Ganze funktioniert, weil es hat auch noch so ein paar lustige kleine Gadgets, die auch richtig Spaß machen. Ja, so sieht sie aus, die kleine Maus. Wobei kleine Maus ist auch untertrieben. Es ist echt riesig, der Topf. Und dann hast du hier vorne das Display. Ich zeige es dir gleich noch und dann kannst du da quasi Rezepte dir in der App raussuchen, weil das ist die Cook4Me Connect. Die kannst du dann auch einfach per Bluetooth mit der App verknüpfen und dann sagt die dir quasi, was zu tun ist. Also sehr, sehr cool. Ja, und das ist die App und du kannst die Rezepte von Krups benutzen. Das ist auch immer hier so Vorschläge oder was neu ist. Und es gibt aber auch Community-Rezepte. Also da kannst du selber welche posten oder du kannst halt auch die Rezepte von den anderen benutzen. Das finde ich auch ziemlich cool. Meine ist jetzt schon verbunden mit der App. Und ja, da kannst du dann nämlich auch eine Kategorie, die ich auch richtig cool finde, ist die Kategorie in meinem Kühlschrank. Da gibst du einfach ein, was du noch im Kühlschrank hast und der schlägt dir Rezepte vor, was du damit kochen kannst. Muss natürlich keins der Rezepte nehmen. Du kannst auch einfach sagen, ich will jetzt einfach nur Brokkoli damit kochen. Und dann gibst du eben ein, wie viel Brokkoli du hast, 200 Gramm. Und dann sagt die dir, guck mal, 3 Minuten. Brokkoli fertig in 3 Minuten. Zack, bumm. Also wirklich Wahnsinn. Richtig schnell. Ich habe mir jetzt von denen ein Rezept rausgesucht. Kannst natürlich auch deine eigenen Rezepte nehmen, aber ich wollte das jetzt mal ausprobieren. Da hast du die Zutaten. Und dann schickst du das Rezept einfach an die Maschine. Ja, dann zeigt die mir an, was zu tun ist. Und ich habe jetzt noch einen Apfel mit reingegeben. Also du kannst dann natürlich auch das noch ein bisschen abwandeln, das Rezept. Und ich habe jetzt Reismilch genommen anstatt normaler Milch, weil ich ja nicht so gern normale Milch trinke. Und ja, das kann man natürlich auch easy machen. Ja, und jetzt machen wir das Ding zu und dann geht's los. Oh, jetzt guck mal, wie lecker. Ich habe gerade noch ein bisschen mehr Milch dazu gegeben, weil ich es noch ein bisschen schlotziger haben wollte. Und ich habe gerade schon probiert, schmeckt so geil. Und es ist einfach komplett lecker, weich, perfekt. Also das hat schon mal super geklappt und ja, den gibt es dann nachher bei uns zum Nachtisch. Snack hier gerade noch ein bisschen Gurke und vor meinem Hummus. Ich habe auch übrigens vorhin noch ein Brot gegessen mit ein bisschen Hummus drauf, aber da musste ich gerade meinen Kamera-Akku laden. Da konnte ich das nicht für dich filmen. Dann dachte ich mir, nee, so lange warte ich jetzt nicht, bis der geladen ist. Also Brot gab es auch noch vorhin. So, zum Abendessen mache ich die gebackenen Peperoni aus meinem Kochbuch. Die sind mit so orientalischen Gewürzen und Feta. Und ich habe jetzt noch Kartoffeln dazu gegeben. Im Originalrezept sind es nur Peperoni, aber das kannst du mit jedem Gemüse machen. Du kannst das alles super abwandeln. Die haue ich jetzt gleich in den Backofen. Und im Kochbuch ist auch eine Variante für die Veganer mit drin. Also das gibt es auch in einer veganen Variante. Genau, das haue ich jetzt in den Backofen und dann werde ich mit der Cook4Me nämlich ein Risotto, nicht Risotto, wie heißt das andere? Sag Ratatouille. Mann, da. Ein Ratatouille werde ich machen. Mensch, so, aber das kommt jetzt erstmal in den Ofen. So, jetzt habe ich mir meine Rezept hier gedownloadet und looky, looky, da ist es auch schon auf der Maschine. Und dann geht's los. Da ist ja noch so ein Körbchen mit dabei. Das ist auch ziemlich cool. Da kann man so Sachen dampfgaren und da kann man auch die Kartoffeln drin kochen. Also ich habe das jetzt angebraten. Also es gibt einen Modus zum Anbraten. Und jetzt machen wir den Deckel zu. Und dann ist das in 5 Minuten ist dann unser Ratatouille fertig. Richtig geil. So, guck mal, wie lecker hier die Kartoffeln und die gebackenen Peperoni aussehen. Und da ist das Ratatouille. Hab schon probiert, schmeckt sehr gut. Zeig dir nochmal das fertige Essen in seiner ganzen Pracht. Ist echt super lecker. Also hier die Kartoffeln und Peperoni und Feta. Dann hier das leckere Ratatouille. Und dann habe ich einfach noch einen Salat dazu gemacht. Mit Radieschen, Babyspinat, Kopfsalat und Gurke und roten Zwiebeln. Und das Coole ist, ich brauche jetzt nichts aufräumen. Die Küche ist quasi sauber, weil ich ja kaum was dreckig gemacht habe. Also sehr, sehr cool. Ja, und jetzt gibt es, wie gesagt, noch Nachtisch. Den habe ich heute Mittag schon gemacht. Das ist dieser leckere Milchreis und ich habe in meine Portion noch ein bisschen von diesem körnigen Frischkäse, so einen Hüttenkäse noch gegeben. Das habe ich früher oft bei meinem Porridge gemacht und das ist mir jetzt wieder eingefallen. Das ist eigentlich sehr, sehr lecker. Das macht das Ganze noch so ein bisschen leichter und frischer und ja, schmeckt eigentlich sehr, sehr gut, wenn man das so in den Milchreis oder in den Porridge noch mit dazu gibt. Und ich habe auf meine Portion noch ein bisschen Melone gegeben. Und das ist die Portion von meinem Freund. Und obendrauf haben wir noch so, ja, das ist nur so ein Teelöffel, aber von meinem selbstgemachten zuckerfreien Crunch-Müsli. Und das schmeckt auch lecker in der Kombi. Das ist ja auch so ein bisschen mit Zimt und so. Und das ist ein
Richtig, richtig geiler Nachtisch, da freue ich mich jetzt schon drauf. Moin, ich war gerade im Fitnessstudio und es ist jetzt auch schon Mittag, also das ist jetzt mein sehr spätes Frühstück, quasi heute wieder intermittierendes Fasten gemacht und es gibt das Dinkelbrot mit dem selbstgemachten Hummus und noch ein bisschen körnigen Frischkäse, den hatte ich noch da. Dann Babyspinat und so eingelegte Peperoni, die bin ich irgendwie ein bisschen süchtig gerade danach. Deshalb gibt es die mit dazu. Ja, dann noch ein paar extra Radieschen und diese leckeren schwarzen Oliven und besonders diese Schrumpeligen aus dem türkischen Supermarkt. Die schmecken einfach sehr, sehr lecker und sehr intensiv. Und das lasse ich mir jetzt mal schön schmecken hier. Ich habe übrigens ein HIIT-Workout gemacht heute. Fitnessstudio mache ich meistens HIIT-Workout und alles andere mache ich dann hier zu Hause. Gleich noch ein bisschen Yoga, noch ein bisschen Dehnen. Und manchmal mache ich auch Pilates, aber fürs HIIT-Workout gehe ich eigentlich immer ins Fitnessstudio. Jetzt gibt es Mittagessen. Ich habe noch ein bisschen was von gestern übrig, von diesem Ratatouille. Dauernd will ich Risotto sagen. Mann, nein, Ratatouille ist es. Ja, da war noch ein bisschen übrig. Da habe ich jetzt noch so ein bisschen Hüttenkäse mit dazu gegeben, ein bisschen Babyspinat und eine Scheibe Brot mit Hummus gibt es noch mit dazu. Schönes, leichtes, leckeres Mittagessen. Juhu, ich war gerade einkaufen. Es ist wieder so kalt geworden, deshalb habe ich meine Mütze noch auf. Ich kann mich gerade nicht durchringen, die abzuziehen, weil mir irgendwie gerade so kalt ist. Voll winterlich wieder. Ja, ich zeige dir gleich mal, was ich eingekauft habe. Ich habe noch ein paar Sachen geholt und das ist jetzt wieder so ein Food Diary, wo ich wieder ein bisschen mehr rede. Ich habe ja in den letzten, habe ich immer nur so überwiegendes Essen gezeigt. Ja, man kann es nicht jedem recht machen, ne? Manche mögen das gar nicht, wenn ich so viel rede. Manche mögen das total gerne. Ich persönlich drehe und gucke solche Food Diaries lieber, die in so einem Art Vlog-Style sind. Also ja, so ist es halt. Ich habe gerade irgendwie ein bisschen mehr Lust, immer so ein bisschen mehr zu erklären und zu erzählen. Ja, und wir machen heute Abend was Leckeres. Einfach so Reis mit so einer asiatischen Gemüsepfanne. So ein super einfaches Gericht, aber da hatte ich irgendwie total Lust jetzt heute drauf und mein Freund auch. Und ja, zeige ich dir gleich mal. Da hinten stehen die großen Taschen. Ich räume jetzt mal aus die ganze Beute und dann zeige ich dir, was wir alles geholt haben. So, ich habe die Sachen noch nicht ausgepackt hier aus den Säckchen. Ich hole die gerade mal raus. Also Lauch, Zwiebeln, einen grünen Spargel. Dann habe ich so Lasagneblatt mitgenommen. Da habe ich jetzt gerade gar nichts damit vor. Aber irgendwie, immer wenn ich mal eine Lasagne machen will, dann gibt es nirgends Lasagneplatten. Ich muss immer in 5 Geschäfte laufen. Deshalb habe ich mir die jetzt aus Vorrat mal mitgebracht. Dann hier Radieschen. Ich habe ja gestern so einen Riesenbund gekauft hier, ne? Ich habe sie alle schon aufgegessen. Ich liebe einfach Radieschen zum Frühstück und ich snack die auch so zwischendurch. Ich mag das voll gern. Dann eine Paprika, Banane, Champignons. Oh, die quietschen. Und dann ein Radi, wie man in Bayern sagt. Also hier so ein riesengroßer Monsterrettich. Mag ich voll gerne auch so einen Radisalat, wenn wir da die nächsten Tage mal machen. Dann Äpfel, einen Brokkoli, hier Kaffee, diese gefrorenen Heidelbeeren, die mag ich total gerne, die und die Himbeeren habe ich eigentlich immer da für so Shakes und sowas. Dann habe ich mir mal wieder so ein Skier mitgenommen, habe ich schon ewig nicht mehr gekauft und gegessen. Habe ich jetzt irgendwie mal wieder Lust drauf und ja, Kresse muss. Dann heute Abend fürs Abendessen Zuckererbsenschoten und mein Freund hat sich noch ein Bounty mitgenommen, weil der fastet ja nicht Süßigkeiten, der darf ja. Aber der isst eigentlich eh super selten so Süßigkeiten. Also ich bin eigentlich diejenige, die das gerne mag. Aber weiß auch nicht, was da heute los war. Hat er Bock auf ein Bounty gehabt? Ja, jetzt räume ich das alles mal weg. Und dann machen wir uns auch bald schon ans Abendessen kochen. Guck mal, ich habe gerade hier ein paar Eier gekocht mit der Cook for Me. Das funktioniert auch super. In diesem Dampfgareinsatz ist das auch wie so ein Eierkocher. Und die waren jetzt 5 Minuten waren die drin. Super gut. Ich zeig dir gerade mal, was es hier zum Abendessen gibt. Ich habe hier einfach Tofu angebraten mit ein bisschen Sesamöl und Kurkuma und Salz und ein bisschen Sriracha-Soße habe ich drauf gegeben. Also gar nicht so viel. Und da ist Gemüse, das ist einfach auch mit ein bisschen Sesamöl angebraten und dann mit ein bisschen Sojasauce und Chili. Das ist eigentlich alles. Kommt das nach und nach da rein. Dann kommt gleich der Tofu drüber und hier habe ich schon den Reis gekocht. Dann kurz bevor das Gemüse fertig ist, werden noch 2 Zehen Knoblauch reingepresst. Das schmeckt einfach super lecker noch mit dazu. Und ich habe jetzt da noch so ein Bett aus Babyspinat gemacht. Also das Gemüse habe ich ja nicht gekocht, das hat mein Freund gemacht.
Aber ich habe hier gerade noch so ein bisschen Babyspinat gefunden. Und ja, den sollte man echt nicht mit warm machen, auch nicht kurz in der Pfanne, weil der verliert einfach seine ganzen guten Sachen, sobald du den erhitzt. Der ist so empfindlich. Deshalb gebe ich den immer so als so eine Art Salat mit dazu. Ja, und dann kommt das Gemüse und der Reis mit drauf. Und der Reis hat echt auch super gut funktioniert, jetzt hier in der Cook for Me. Kann man da auch prima machen. Und oben dann der krümelig angebratene Tofu mit drauf. Voll lecker und voll schnell und einfach. Jetzt habe ich mir noch voll den geilen Nachtisch gemacht. Sorry, meine Spülmaschine, die blubbert hier im Hintergrund vor sich hin. Das ist einfach dieser Skier und obendrauf habe ich Melone gegeben und dann habe ich ein bisschen gefrorene Himbeeren warm gemacht und dann habe ich so, ja, so ein paar von diesen zuckerfreien Schokodrops von Koro. Habe ich einfach geschmolzen und habe da wie so eine Art Schokosoße obendrauf gemacht. Und das da, das ist mein selbstgemachtes Crunch-Müsli. Das ist auch zuckerfrei. Das habe ich vor ein paar Tagen selber gemacht. Das Rezept habe ich dir ja bei Instagram gepostet. Und es geht ganz einfach. Das ist mit so einem Macadamia-Nussmus gemacht und mit Erythrit gesüßt. Und das schmeckt super lecker mit so ein bisschen Zimt. Und das ist ein richtig geiler, leckerer, gesunder Nachtisch. Da freue ich mich jetzt drauf. Na hallihallo, da bin ich nochmal. Ich hoffe, dass dir das Video Spaß gemacht hat. Ja, ich packe dir alles unten in die Infobox, was du wissen musst. Ich habe dir den Link zu der Cook for Me unten in die Infobox gepackt. Den Link zu meinem Kochbuch und falls dich mein Podcast interessiert, dann kannst du auch mal gucken, dann kannst du einfach kostenlos abonnieren. Und da gibt es immer ausführlichstes Gelaber auch noch von mir. Und folgt mir auch gerne bei Instagram, da freue ich mich auch drüber. Da poste ich auch immer ganz viele leckere Rezepte. Und dann würde ich sagen, danke dir fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat dir Spaß gemacht. Wenn du noch mehr Food Diaries sehen willst, verlinke ich dir mal hier die Playlist. Ich habe neulich gerade geguckt, ich glaube, es sind 70, über 70 Food Diaries. Schreib mir mal in die Kommentare, ob du alle 70 gesehen hast. Das würde mich interessieren. Gibt es wirklich Leute, die alle 70 Food Diaries gesehen haben? Krass. Wenn wir eine Firma wären, dann wärst du Mitarbeiter des Monats. Also richtig cool. Ja, ich danke dir fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, mach's gut.